Diskurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Toleranz zur Anatomie eines umstrittenen Begriffs von Professor Rainer Forst. Gehalten am 24. Januar 2018 im Paulinum in Leipzig. Der Rassismus ist eine weit verbreitete Ursache der Intoleranz. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber wenn wir als Antwort auf rassistische Handlungen, Überzeugungen, Toleranz fordern, was tun wir da? Wollen wir denn tolerante Rassisten, so wie wir tolerante Katholiken oder tolerante Muslime wollen? Wollen wir das? Nein. Also ich meine, tolerante Rassisten sind immer noch besser als intolerante Rassisten. Aber Sie sehen, was hier das Problem ist. Die erste Komponente, die Ablehnung anderer, wenn die rassistisch besetzt ist, dann ist das Problem der Intoleranz schon auf der Ebene angesiedelt. Genauso wie bei Homophobie. Es ist also besser, wenn jemand, der mit homosexuellen Lebensformen ein Problem hat, tolerant ist. Es wäre aber noch besser, er hätte gar kein Problem damit. Deshalb ist es schwierig mit dem Begriff der Toleranz. Wenn wir sagen, der Rassismus ist eine üble Quelle der Intoleranz, heißt das nicht, dass die Toleranz die Lösung ist. Die Lösung ist, dass der Rassismus überwunden werden muss. Das ist, und ich gehe nicht weiter darauf ein, in der Epoche der Aufklärung zu einem großen Punkt geworden. Manche Aufklärer sagten, solange Religionen überhaupt existieren, wird es immer Streit und Kampf geben. Deshalb sollten die besser ganz verschwinden. Das ist so ähnlich wie das Argument jetzt eben über den Rassismus. Das ist eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Und es ist auch nicht ganz klar, ob sie eine gut begründete Hoffnung war, denn wir wissen, selbst wenn die Religionen verschwinden, gibt es noch so viele Anlässe für Intoleranz, die an die Stelle der Religionen treten, dass die Aufklärer hier, man würde mit Kant ein schönes Wort verwenden, etwas überschwänglich argumentierten, obwohl selbst der von mir geliebte Kant nicht ganz frei war von dieser Hoffnung, dass eine einzige Vernunftreligion alle anderen in sich aufnehmen würde. Jetzt zurück zu unserem begrifflichen harten Brot. Ich hoffe, ganz so hart ist es nicht. Wenn Sie den Eindruck haben, dass ich über Ihre Köpfe hinwegrede, ruckeln Sie so irgendwie oder verziehen Sie die Mundwinkel, dann versuche ich darauf zu reagieren. Bis jetzt habe ich den Begriff der Toleranz oder das Konzept der Toleranz analysiert. Jetzt schlage ich eine Unterscheidung vor zwischen Konzept und Konzeption. Zwar gibt es einen Begriff der Toleranz mit diesen drei Komponenten, aber historisch haben sich verschiedene Konzeptionen, also Interpretationen dieses Begriffs entwickelt. Das ist dann auch der Grund dafür, weshalb in der Philosophie früher wie auch heute, aber eben auch in der gesellschaftlichen Praxis über den Begriff so viel gestritten wird, weil sich in ihm verschiedene Bedeutungen abgelagert haben, die sich zu verschiedenen Konzeptionen verdichtet haben. Ich beschränke mich mal hier auf zwei. Die erste Konzeption nenne ich die Erlaubniskonzeption. Wir finden sie in vielen Schriften über Toleranz, aber besonders markant in klassischen Toleranzgesetzgebungen. Und wenn ich die richtige Folie habe, dann sehen Sie hier ein Zitat aus dem berühmten, zu Recht berühmten Edikt von Nantes 1598, das den Hugenotten die Möglichkeit gab, innerhalb Frankreichs an Orten geschützt zu leben und sogar, was hoch umstritten war, Waffen zu lagern, um sich gegebenenfalls gegen Angriffe zu verteidigen. Dahinter steckt Henri Quatre. Sie erinnern sich, Paris ist eine Messe wert. Also da kann man auch noch über
religiöse Toleranz, die nötig ist, oder religiöse Flexibilität, wenn man eine Machtposition anstrebt, etwas lernen. Aber nun, das Zitat. Um keinen Anlass zu Unruhen und Streitigkeit zwischen unseren Untertanen bestehen zu lassen. Sie sehen schon, wie das strategisch eingeleitet wird, warum die Toleranz jetzt nötig ist. Haben wir erlaubt und erlauben wir den Anhängern der sogenannten reformierten Religion, also die Hugenotten, in allen Städten und Ortschaften unseres Königreichs zu leben und zu wohnen, ohne dass dort nach ihnen gesucht wird oder sie bedrückt und belästigt und gezwungen werden, etwas gegen ihr Gewissen zu tun. Da steckt eine ganze Menge drin, das will ich jetzt nicht alles auspacken. Der Gewissensbegriff kommt vor, aber eben auch die strategische Reflexion über soziale Kooperation und sozialen Frieden. Worauf es mir ankommt, ist die Erlaubnisrhetorik. Hier erlaubt der Monarch, der für die katholische Mehrheit Frankreichs steht, einer Minderheit, die klar bezeichnet wird, dass sie gewisse Freiheiten und Sicherheiten genießt, aber nur innerhalb des Rahmens, den die erlaubnisgebende Seite allein festlegt. Alle drei Komponenten, erinnern Sie sich, Ablehnung, Akzeptanz, Zurückweisung, werden definiert vom Monarchen allein. Das ist kein sozialer Prozess der demokratischen Rechtfertigung, der hier abläuft, sondern die Erlaubnis geht von einer Seite, sie wird gewährt und sie kann natürlich zurückgezogen werden, wenn die Minderheiten sich nicht gut benehmen oder wenn die katholische Mehrheit irgendwann sagt, das machen wir nicht mehr mit, die haben zu viele Freiheiten. Sie sehen, was das für ein prekäres Verhältnis ist. Die hier Tolerierten sind Bürger zweiter Klasse. Sie haben nicht die gleichen Rechte. Sie haben gewisse Sicherheiten. Aber für diese Sicherheiten sind sie auf den Monarchen und seine Unterstützung angewiesen. Sie bleiben darauf angewiesen. Viele Beispiele gibt es für diese Art der Toleranz, die dem Begriff den schlechten Ruf eingebracht hat, den wir etwa bei Kant finden, wenn er sagt, die Toleranz ist hochmütig, oder wenn Goethe sagt, dulden heißt beleidigen. Dann ist das hier gemeint, weil die Tolerierten nicht gleiche sind. Sie sind Bürger zweiter Klasse. Denken Sie nur an die vielen Beispiele innerhalb europäischer Gesellschaften, wo die Juden nicht verfolgt, sondern toleriert wurden. Das war immer dieses Modell. Ihnen wurde gesagt, wo sie wohnen dürfen, welche ökonomischen Tätigkeiten sie ausüben dürfen und welche nicht, wann sie auf die nicht reservierten, für sie reservierten Marktplätze gehen dürfen und so weiter. Wir müssen also diese Konzeption der Toleranz betrachten, aber sie nicht als die einzig mögliche ansehen. Denn in einer langen Geschichte, die ich Ihnen erspare, demokratischer Revolutionen und vieler Umwälzungen in europäischen Gesellschaften, bildet sich eine Konzeption heraus der Toleranz, die nicht vertikal von oben nach unten so eine obrigkeitsstaatliche, schwieriges Wort, Struktur hat, sondern eine eher horizontale. Hier ist der entscheidende Gedanke, und ich nenne das diese Konzeption Respektkonzeption, dass die Toleranz eine Haltung der Bürger zueinander ist, die wissen, dass sie in vielen Fragen des guten oder richtigen Lebens nicht übereinstimmen, dass sie aber akzeptieren, dass die Institutionen, die sie gemeinsam teilen, von der Schule bis zu den politischen Institutionen, obwohl bei den Schulen gab es lange noch segregierte Schulen, dass jedenfalls die gemeinsamen Institutionen auf Normen beruhen müssen, die alle als Gleichberechtigte teilen können und die nicht einfach die Wertvorstellungen einer Gruppe zum allgemeinen Gesetz erheben, selbst wenn diese Gruppe in der Mehrheit ist. Das ist das Besondere an der Respektkonzeption. Es werden Normen gesucht, die gegenüber Minderheiten fair sind, auch wenn es schwierig ist, sich auf diese Suche zu begeben. Diese Aushandlungen, diese Diskurse über gemeinsame Normen. Ich komme gleich noch wieder zu den Beispielen unserer Tage, die ich eingangs erwähnt habe. Hören nie auf. Das geht immer weiter, wo genau eine Norm
wechselseitig teilbar ist. Hängt das Kruzifix im Gerichtssaal oder nicht? Die Komponente der Ablehnung, um nochmal auf unsere drei Komponenten, also Sie erinnern sich, Ablehnung, erste Komponente, bleibt den Einzelnen in ihren Gemeinschaften und Lebensformen überlassen. Sie beurteilen, was Sie an den anderen Lebensformen falsch finden. Aber die Komponenten der Akzeptanz, weshalb man andere dulden sollte, tolerieren, auch wenn man ihre Lebensformen falsch findet, und die Zurückweisungskomponente, also die dritte, werden in einem Prozess der Rechtfertigung, der Legitimation bestimmt, der auf Normen abzielt, die allgemein geteilt werden können und in dem Sinne unabhängig von den dominanten religiösen Vorstellungen, die im Streit liegen, geteilt werden können. Sie sehen, dass das eine Idealkonzeption ist, weil ganz selten finden wir eine normative Sprache, die trägt, die überzeugt und frei ist von den im Konflikt liegenden religiösen Wertvorstellungen. Aber das ist die Idee, die hier angepeilt wird. Respektiert wird also die Person des anderen als mir politisch, rechtlich gleichgestellte Person. Toleriert wird ihre Lebensform, ihre Überzeugungen, ihre Praktiken. Es ist also nicht ganz richtig zu sagen, dass man den anderen toleriert, sondern den anderen respektiert man und deshalb toleriert man seine Überzeugungen und seine Lebensform. Wenn ich jetzt das richtige Bild habe, sehen Sie hier das schöne Konterfei eines der berühmtesten, zu Recht berühmtesten Philosophen in der Geschichte der Diskurse über Toleranz, John Locke, der in seinem Letter Concerning Toleration aus dem Jahr 1689, das ist auch das Jahr der sogenannten Glorious Revolution, also der Überwindung der absoluten Monarchie in England, und das Jahr des Toleration Act, wo bestimmten Dissenters der anglikanischen Kirche bestimmte Freiheiten zugestanden wurden. Locke argumentiert in seinem berühmten Brief über Toleranz für eine Trennung von Kirche und Staat, wonach der Staat die Aufgabe der irdischen Gerechtigkeit hat, während es den Einzelnen vorbehalten bleibt, in ihren religiösen Gemeinschaften für ihr Seelenheil zu sorgen und sich Gott anzuvertrauen. Er radikalisiert damit die christliche Zwei-Reiche-Lehre auf eine bestimmte Weise und auch die Idee der Gewissensfreiheit. Nach dieser Idee darf und kann der Einzelne die Autorität über Glaubensfragen nicht an andere abtreten, weil über diese Fragen des Glaubens, des Seligwerdens alleine Gott entscheiden darf und weil der wahre Glaube nur von innen, aus innerer Überzeugung kommen kann und nicht durch Druck oder Zwang. Druck oder Zwang erzeugen falsche Gläubige, die nur sagen, ja, ich bin auch Katholik. Aber Gott will authentische Gläubige. Und deshalb ist der Zwang nicht eine gottgefällige Form, andere zum Glauben zu bringen. Faith is not faith without believing. Also wer nicht wirklich glaubt, der hat auch keinen richtigen gottgefälligen Glauben. Damit wurde die Gewissensfreiheit verteidigt. Sie sehen also, die Verteidigung der Gewissensfreiheit in diesen Schriften ist eine religiöse Verteidigung. Es ist nicht so, dass jemand im 17. Jahrhundert auf die Idee gekommen wäre, ja, Leute haben doch die Freiheit zu glauben, was sie wollen. Also die Idee ist eher selten dort anzutreffen, sondern die Idee war, die christliche Überzeugung, was es heißt, wahrhaft zu glauben, so zu wenden, dass es gegen die Intoleranz sprechen würde. Nun hat Locke, ich will nicht lange bei den historischen Dingen bleiben, nur ein klein wenig, damit Sie die historische Dimension, die wir ja auch ganz am Anfang schon angesprochen haben, hier sehen. Locke hat diese Argumente nicht erfunden, aber er hat sie auf eine neue Weise systematisch verbunden. Das Argument über die Gewissensfreiheit finden wir bei frühen christlichen Denkern, etwa bei Augustinus, der auch für die Freiheit
des Glaubens und die Trennung der Reiche, argumentiert nicht in derselben Art wie Locke, aber hier ist doch schon sehr viel vorgebildet, so wie überhaupt in der Geschichte der Philosophie es immer wieder vorkommt, dass große berühmte Denker so wahrgenommen werden, als hätten sie zum ersten Mal einen großartigen Gedanken gehabt. Das ist, wenn man etwas genauer nachforscht, gelegentlich der Fall, aber wesentlich seltener, als man denkt. Die Kunst der großen Philosophie ist in der Regel, die guten Gedanken der früheren auf eine neue Weise systematisch zu entfalten. So auch bei Locke. Der lateinische Satz hier soll Sie nicht erschrecken. Credere non potest homo nisi volens ist so ähnlich wie der Satz, den wir bei Locke fanden. Faith is not faith without believing. Hier heißt es, der Glaube, credere, ist dem Menschen non potest homo nicht möglich, wenn nicht nisi volens, aus freien Stücken muss der Glaube kommen. So argumentiert der frühe Augustinus. Und wenn Sie so auf einmal diesen großen Denker betrachten und schauen wollen, wie sich dessen Ideen entwickelt haben, dann sehen Sie, dass der späte Augustinus der Gegner des frühen Augustinus geworden ist. Der späte Augustinus war Bischof in Nordafrika und hatte es mit einer schismatischen Sekte zu tun, die die Vorherrschaft der katholischen Kirche aus verschiedenen Gründen, auch sozialemanzipatorischen Gründen, zurückwies, die Donatisten. Und in dieser Auseinandersetzung ändert Augustinus seine Position und er formuliert klassische Argumente für die Intoleranz. Er beruft sich etwa auf den guten Zwang, so wie in diesem Bibelgleichnis, nur nebenbei. Die Bibel ist ein Fundort für viele Argumente für Toleranz, aber auch dagegen. Das will ich hier nicht länger ausbreiten. Das Bibelgleichnis vom Zwang einzutreten, wo also der Herr ein Abendmahl bereitet hat und er hat viele Leute eingeladen, die sagen alle ab mit fadenscheinigen Gründen. Dann sagt er zu seinen Dienern, geht doch nochmal, redet doch mal mit dem, wir haben alles so schön vorbereitet. Die Diener kommen zurück, sagen, ja, die kommen nicht, der eine hat eine kranke Kuh und der andere hat gerade geheiratet und so weiter. Und irgendwann wird der Herr böse und sagt, dann gehst jetzt nochmal raus und nimmst mit, wen du kriegen kannst und zwingst sie herzukommen. Und das wurde nicht nur von Augustinus als Legitimation des Zwangs in die wahre Kirche zu kommen gedeutet. Nun war Augustinus natürlich nicht der Auffassung, dass der wahre Glaube durch Zwang in unsere Köpfe reingepfropft werden kann. Aber was man durch Zwang machen kann, ist, die Irrlehren aus der Gesellschaft verbannen und man kann denen, die sich verirrt haben, so viele Steine in den Weg legen und sie mehr oder weniger mit Druck davon abbringen, das Falsche zu glauben, so wie, sagt Augustinus, wenn ich sehe, dass jemand auf einen Abgrund zuläuft, voller Überzeugung, dass dies sein Heil bringe, muss ich ihn doch aufhalten, bevor er über die Klippe springt. Wenn also jemand sein Seelenheil aufs Spiel setzt, und ich sehe, was passiert, dann muss ich ihn mit allen möglichen Mitteln davon abhalten. Das ist meine Hirtenpflicht. Sie sehen, dass die Argumente für Intoleranz in der christlichen Tradition, wenn wir jetzt nur mal auf diese Tradition schauen, nicht immer was mit, ich will meine Macht behalten, ich will hier keine Fremden haben, sondern mit Liebe zu tun hatten. Denn die Liebe dem anderen gegenüber ist natürlich dann am größten, wenn ich das tue, was zur Rettung seines Seelenheils nötig ist. Wir müssen also verstehen, wie diese Komplexe funktionieren. Die wahre Gewissensfreiheit ist dann nach Augustinus nicht die, zu tun, was man will, sondern es ist
bestenfalls die Freiheit zur Wahrheit. Wenn Sie einmal die Geschichte der katholischen Kirche, etwa das Zweite Vatikanum, betrachten, dann sehen Sie, oder ist es interessant zu sehen, was für Auseinandersetzungen in dieser Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils darüber geführt wurden, ob die Gewissensfreiheit eine vollkommene Freiheit sein soll, also auch die Freiheit, den Glauben abzulehnen, vielleicht sogar Gott zu lästern, oder, wie es traditionell der Fall war, ja nur die Freiheit zur Wahrheit sein könnte. Also immer nur sozusagen eine begleitete Freiheit. Sie sehen also diese Traditionslinien, die von einem Kirchenvater bis zu einem Konzil reichten. Man kann bei Augustinus schon lernen, was später gegen Locke ins Feld geführt wurde. Dann wurde gesagt, so, du bist also der Auffassung, dass der wahre Glaube nicht erzwungen werden kann und nicht erzwungen werden darf. Nehmen wir das kann. Dann sagt Augustinus, ich habe so viele Briefe von bekehrten Donatisten bekommen, die durch den sanften Druck oder auch den weniger sanften Druck der Kirche zurückgekehrt sind und mir jetzt danken. Also kann man sehr wohl, und Augustinus wusste noch nichts von modernen Methoden der Gehirnwäsche und der Indoktrination, aber er wusste schon relativ viel, dass das Gewissen nicht gezwungen werden kann als eine empirische Aussage, ist nicht ganz richtig. Man kann mit dem Gewissen recht viel machen. Dann sagt der Proponent der Gewissensfreiheit, aber man darf nicht, weil das Gewissen ist nur das Spiel zwischen mir und Gott. Da hat sonst keiner reinzufunken. Dann sagt Augustinus, na ja, aber wenn du so verblendet bist, dass du Gott leugnest, dann muss doch derjenige, der das sieht, einschreiten. Und deshalb darf man auch das Gewissen unter Druck setzen, weil es nicht zu tun, ist eine noch viel größere Sünde. Das sind die Argumente, die auch gegen Locke ins Feld geführt wurden. Und es war ein Zeitgenosse Lockes, nämlich der von mir verehrte hugenottische Philosoph Pierre Bayle, der nicht, weil er Lockes Theorie kannte, er schrieb zur selben Zeit in Frankreich, dann später in Rotterdam im Exil, sondern weil er Augustinus kannte, wusste er, diese Verteidigung der Toleranz durch den Hinweis auf die Gewissensfreiheit führt uns nicht weit genug. Wir müssen ein anderes Argument finden. Warum, wenn beide Seiten in den Kämpfen seiner Zeit, Katholiken und Protestanten, also die hugenottische Seite, die Calvinisten, wenn beide Seiten darauf bestehen, ihre Vorstellungen seien die wahren und müssten für alle gelten, dann, so Bayle, kann man jedes Verbrechen, das man anderen antut, im Namen der Religion zu einer gottesfürchtigen Tat uminterpretieren. Dann kann der Terror gegenüber den Andersdenkenden in die Liebe gegenüber den Verirrten umgedeutet werden. Dann sagt der Bayle, um das zu erkennen, was müssen wir denn da für eine Leistung vornehmen? Viele Toleranzdenker, auch Bayle, waren der Auffassung, wir müssen uns an die christliche Lehre der Barmherzigkeit erinnern. Wir können so nicht miteinander umgehen. Aber ob das genügt? Denn es gibt auch die christliche Pflicht zur Liebe derer, die ihr Seelenheil verspielen, weil sie einer falschen Religion folgen. Also sagt Bayle, da gibt es etwas in uns, das sich melden muss, wenn die Katholiken ihren Terror gottesgefällig nennen und die Calvinisten sagen, ja, ist im Prinzip richtig, nur euer Terror ist nicht gottgefällig, unserer ist es. Wenn man einsieht, wo hier der Fehler liegt, sagt Bayle, dann muss sich die Vernunft melden. Es gibt
keine andere Instanz als die Raison universelle, die eine Sprache entwickeln muss, wo Zwang Zwang ist, wo Folter Folter ist und nicht ein Akt der Liebe. Diese Sprache der Moral, so Bell, muss für jeden eingängig sein. Es muss möglich sein, einen Diebstahl Diebstahl und einen Mord Mord zu nennen und nicht irgendwas anderes. Aber das geht nur, wenn die Vernunft praktisch werden kann, wenn sie eine säkulare Sprache der Moral entwickeln kann, an die ich dich erinnern kann, wenn du Zwang ausübst und du mich, wenn ich es tue, unabhängig davon, ob du Katholik und ich Protestant bin. Deshalb war, anders als Locke, Bayle auch nicht der Auffassung, dass man Atheisten nicht tolerieren kann. Locke war der Auffassung, Atheisten sind nicht zu tolerieren, weil die gar kein Gewissen haben. Die verantworten sich gar nicht vor Gott. Und Bayle sagte, das ist nicht richtig. Auch Atheisten können diese Sprache der Moral, diese allgemeine Sprache der Moral verstehen. Wenn wir also über die Respektkonzeption der Toleranz nachdenken, helfen uns Denker wie Bayle, dessen Buch über die Toleranz Ihnen sehr zu empfehlen ist. Eine Kollegin von mir hat es übersetzt und wir haben es gemeinsam bei Suhrkamp vor anderthalb Jahren publiziert, sehr zu empfehlen. Wenn wir also über die Respektkonzeption nachdenken, dann helfen uns diese Denker. Aber jetzt zurück zur Gegenwart. Wir dürfen uns nicht in der Sicherheit wähnen. Für uns sei das ja alles Geschichte. Wir sind ja nach den demokratischen Revolutionen des 18. Jahrhunderts, bei uns etwas später, aber irgendwann ist ja dann hier auch angekommen. Wir haben die Erlaubniskonzeption hinter uns gelassen, all diese Dinge, und wir leben im sicheren Himmelreich der Respektkonzeption. Das ist nicht richtig. Was wir heute in den Konflikten über Toleranz erleben, ist, dass manche in diesen Konflikten die Toleranz nach der Erlaubniskonzeption deuten und andere sie nach der Respektkonzeption deuten. Einige meinen, Minarette oder Moscheen ohne Minarette, manchmal auch mit, seien zu dulden, wenn sie sich in dem Rahmen bewegen, den christliche Mehrheiten festlegen. Also man erlaubt den Muslimen, ihre Moscheen zu bauen, aber nicht so hohe Minarette und nicht so laut und nicht so sichtbar. Das ist die Erlaubniskonzeption. Man lässt Freiheiten, aber man würde doch die nicht als Gleichberechtigte anerkennen, sodass die in Köln auf die Idee kämen, in die Silhouette dieser Stadt ein Minarett reinzupflanzen. Andere, die die Respektkonzeption der Toleranz für richtig halten, sagen, dass religiöse Minderheiten dieselben Rechte haben wie religiöse Mehrheiten, weil die Toleranz sich in der Regel um Minderheiten dreht. Deshalb ist das Argument, sie seien ja nur eine Minderheit, in Toleranzfragen ein gefährliches Argument. Dafür ist sie ja erfunden worden, die Toleranz bzw. die Rechte auf Religionsfreiheit. Manche meinen, die Toleranz gebiete zwar das Respektieren anderer Religionen, aber doch nicht so, dass wir aus den Klassenzimmern oder Gerichtssälen die Kruzifixe oder Kreuze abhängen. Wir sind doch immer noch ein Land mit einer christlichen Tradition. Das ist die Erlaubniskonzeption. Man zwingt niemanden, unterm Kreuz zu beten, aber man ist nicht bereit, den Anspruch auf Neutralität des Staates so weit zu dehnen, dass die anderen gleiche Rechte darauf haben, dass also das
Klassenzimmer oder der Gerichtssaal staatliche Neutralität symbolisiert. Viele andere Beispiele. Einige denken, Toleranz heißt Dulden der anderen, aber nicht gleiche Rechte. Andere denken, doch, gleiche Rechte. Die Leitkultur spielt da manchmal keine so gute Rolle, weil hinter diesem Begriff häufiger Privilegien versteckt werden, die eine Gruppe sehr wohl behauptet. Manche wollen den Begriff der Leitkultur umdeuten in die säkulare, neutrale Interpretation des Staates. Aber in der Regel ist mit Leitkultur eine Toleranzform gemeint, die eher der Erlaubniskonzeption entspricht. Nur ist es diesmal nicht mehr der Monarch, der diese Erlaubnis gibt, sondern Mehrheiten geben Minderheiten die Erlaubnis, ihren Überzeugungen gemäß zu leben, aber doch bitte in dem Rahmen, den die Mehrheiten festlegen. Das ist der Konflikt zwischen diesen beiden Toleranzkonzeptionen. Ja, wie lösen wir das? Der Begriff der Toleranz, um nochmal daran zu erinnern, ist selbst normativ abhängig, wie ich das genannt habe. Er hat selbst nicht die normativen Ressourcen, um uns zu sagen, ob die Erlaubnistoleranzinterpretation die richtige ist oder die Respektkonzeption Toleranz. Woran halten wir uns dann fest? Freiheit und Autonomie sagen die einen, soziale Stabilität, Integration, manchmal sozialer Zusammenhalt sagen die anderen und sie kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Ich komme zum Schluss. Mein Argument ist, wir haben es bei der Frage der Toleranz gegenüber Minderheiten mit einer Gerechtigkeitsfrage zu tun. Wieso Gerechtigkeit? Weil es darum geht, was es heißt, andere als Gleichberechtigte, politisch, rechtlich Gleichberechtigte anzusehen. Die zentrale Frage der Toleranz ist dann, beruht meine Ablehnung der Praxis der anderen auf Gründen, die nicht nur meine ethische oder religiöse Position widerspiegeln, die anderen ja nicht teilen und auch nicht teilen müssen, sondern auf Gründen, die ausreichend sind, stark genug, um zu einer Zurückweisung, also dritte Komponente, Grenzen der Toleranz, überzugehen. Genügt meine Ablehnung der Beschneidung der gleichgeschlechtlichen Ehe, wobei bei der Beschneidung von Mädchen und Jungs in meinen Augen ein gravierender Unterschied besteht, aber auch das wird diskutiert. Genügt meine Ablehnung des Tragens eines religiösen Symbols, auch der Burka, des Erbauens eines Gotteshauses, einer Minderheitenreligion, da genügt das, daraus ein Argument zu machen, dass dieses religiöse Symbol nicht getragen werden darf, dass die Beschneidung nicht vorgenommen werden darf. Habe ich dafür ausreichende Argumente, die ich dem anderen als mir Gleichberechtigtem präsentieren kann, ohne dass er darin nur das Hochrechnen meiner eigenen ethisch-religiösen Überzeugung sieht. Wenn ich die Burka aus guten Gründen als Ausdruck einer patriarchalen Tradition Geringschätzung oder dessen, was als Geringschätzung angenommen wird, der Diskriminierung von Frauen, jedenfalls der Unsichtbarmachung von Frauen im öffentlichen Raum ansehe, ist das ein ausreichendes Argument, dass die persönliche Freiheit, sich zu kleiden, wie man will und seine Religion auszudrücken, übertrumpft? Reicht das? Nochmal, die Toleranz ist nicht die Indifferenz. Die Toleranz setzt voraus, dass man das, was die anderen tun, falsch findet. Aber ist es so falsch, so verallgemeinerbar falsch, dass ich die Polizei rufen kann, wenn jemand so ein Kleidungsstück trägt? Das ist die Frage der Toleranz nach der Respektkonzeption. Jetzt sagen manche, ja, also wenn das die Toleranz ist, dass ich zwar die Burka nicht mögen muss, aber ich muss sie dulden in Parks, in Geschäften, vielleicht nicht im Gerichtssaal oder bei einer Universitätsprüfung. Heißt das denn,
dass ich meine eigene Position nicht mehr vertreten darf? Nein, das heißt es nicht. Das heißt nur, dass meine Position nicht die Grenzen der Toleranz markiert. Dass wir es hier mit einem Bereich religiöser und sozialer Überzeugungen und Praktiken zu tun haben, der umstritten ist, aber dass man diesen Streit aushalten muss. Warum? Weil wir uns Normen, Gründe für Normen schulden, die für uns alle gelten, die immer wieder darauf überprüft werden, wie viele der eigenen Urteile dort hineinkommen und wie vielleicht Vorurteile oder nicht verallgemeinerbare Positionen dort hineinkommen. Ist denn jedes Tragen eines Kopftuchs ein Zeichen der Zurücksetzung von Frauen? Ist der Zwang zum Ablegen der Burka ein Mittel zur Befreiung von Frauen oder würde es sie noch viel unsichtbarer machen, weil sie nicht mehr, gar nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen dürfen? Wenn wir also diese Fragen stellen, müssen wir immer uns in die Situation eines Gesetzgebers, und das ist das für diejenigen von Ihnen, die Kant kennen, die kantische Pointe dieses Arguments, der als Gesetzgeber müssen wir uns fragen, reichen unsere Argumente, um etwas zu verbieten, um eine Praxis als intolerabel anzusehen? Was muss in einer Demokratie bestehen, wenn so eine anspruchsvolle Form der Toleranz möglich sein soll? Es muss eine diskursive Gemeinschaft bestehen, in der die Bereitschaft, der Wille und das Vermögen vorhanden sind, nach Gründen für Normen zu suchen, die allgemein teilbar sind. Das heißt nicht, dass jeder die auch tatsächlich teilt. Es heißt nur, dass diese Normen geprüft sind, so gut wir können, daraufhin, ob sie eine diskriminierende Wirkung oder Intention haben. Wir brauchen also eine Sprache der Moral, die ich säkular nenne, ohne dass sie säkularistisch ist. Eine Unterscheidung, die Jürgen Habermas unterstreicht und in einem neuen großen Werk ausführen wird. Säkularistisch wäre eine Moral, die keine Religionen duldet. Die sagt, hier ist die Wahrheit über die richtige Lebensform. Wir brauchen eine säkulare Moral, die mit den Religionen Frieden schließt, aber die eine unabhängige, zwischen uns geltende Sprache der Verbindlichkeit herstellt, wo wir uns als Gleiche und Freie ansehen und auch die anderen so ansehen, welche Religion sie auch haben. Eine Religion generell zu verdächtigen, sie sei demokratieunfähig, ist ein Vorurteil, über das wir besser noch einmal nachdenken würden, dass einzelne Teile einer Religion sehr wohl mit der Demokratie im Widerstreit stehen. Das wissen wir aus der christlichen Geschichte, wie auch der Geschichte anderer Religionen. Aber die Verallgemeinerungen sind das Problem. Häufig wird befürchtet, letzter Gedanke, dass die Toleranz, die nicht mehr auf die eigene Leitkultur besteht, den sozialen Zusammenhalt gefährdet. Ist das so? Tja, das hängt natürlich davon ab, was man unter sozialem Zusammenhalt versteht und wer da zusammenhalten soll, für wen und gegen wen. Aber die historische Einsicht in Bezug auf die Toleranz ist, glaube ich, dass die Gesellschaften, die es geschafft haben, mit Pluralität zu leben, auch wenn es weh tut, ein Plus an Integration erzielt haben und nicht ein Minus. Die Toleranz ist eine Tugend, die weh tut. Sie tut dem traditionell denkenden muslimischen Vater weh, der seiner Tochter Freiheiten zugestehen muss, die er unmöglich findet. Und sie tut dem Katholiken weh, der sieht, dass in Köln eine Moschee mit einem hohen Minarett gebaut
werden wird. Ja, aber der Schmerz, der entsteht, wenn Patriarchen weiter Töchter unterdrücken oder christliche Mehrheiten, muslimische Gemeinden sich nicht entfalten lassen oder als gleichberechtigt ansehen, ist noch größer. Es ist der Schmerz, der aus Ungerechtigkeit entsteht, und das sollten wir im Auge behalten, wenn wir über die Toleranz nachdenken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.